vorstellen. Die Mecklenburg und Hoffmann GmbH wurde im Jahre 2004 gegründet. Wir sind 4 Partner in der Geschäftsleitung. Ihr alles ehemalige Mitarbeiter bei PricewaterhouseCoopers. Aus dem internationalen Geschäft kommen. Wir haben aktuell ca. 25 bis 30 Mitarbeiter beschäftigt, inklusive der freien Mitarbeiter. Wir haben ein Datenmanagementsystem in Betrieb. Wir nutzen sehr intensiv die entsprechenden Fachsoftware. Unsere Abhängigkeit bezogen auf die IT ist enorm, ist auch stetig gewachsen. Während man vielleicht vor 5 Jahren noch 1 oder 2 Tage problemlos ohne IT auskommen konnte, ist das heute nicht mehr der Fall. Wir können uns eigentlich keinen halben Tag Ausfall leisten. Also in der Zeit sind 80% aller Mitarbeiter beschäftigungslos. Wir standen damals vor der Fragestellung, ob wir unsere IT selbstständig verwalten oder ob wir einen externen Dienstleister dafür beauftragen. In der Anfangszeit hatte von uns gar keiner, auch nur ansatzweise, das Know-how, um diese Tätigkeit vornehmen zu können. Insofern war es vollkommen klar, dass wir einen externen Dienstleister gewählt haben. Die Zusammenarbeit mit SKNet, unserem IT-Dienstleister, ist hervorragend, kann ich nicht anders beschreiben. Es gibt extrem kurze Reaktionszeiten und die Problemlösung wird effizient dargestellt, sodass wir extrem geringe Ausfallzeiten haben. SKNet wurde 1984 gegründet. Wir bedienen den Markt der Dienstleister, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte von Anbeginn. Heute sind wir ein Unternehmen, das 22 Mitarbeiter beschäftigt, das sich ausschließlich mit Infrastrukturthemen, sprich Serverhardware, angeschlossene Komponenten, Internetverbindungen, Betriebssysteme und Office-Oberflächen beschäftigt. Und hier machen wir Planung, Entwicklung, Service und Support für 250, 300 Kunden. Wir können mit unseren Kunden ins Gespräch treten, können unseren Kunden Beratung anbieten bzw. Beratung geben, die fundiert und nachgewiesen werden kann, indem wir dem Kunden Einblick in seine eigene IT geben. Wir nutzen die GFI Max Plattform, um Informationen sowohl technischer als auch strategischer Art für unsere Kunden auszuwerten und den Kunden zu helfen, ihre IT-Infrastruktur optimal auf die Bedürfnisse einzustellen. SKNet macht keine Werbung und wir möchten, dass die Kunden über uns sagen, wir sind mit SKNet so zufrieden, besser noch begeistert von SKNet, sodass wir diese Firma für die IT-Services, für Infrastruktur-Consulting, für Infrastrukturmanagement weiterempfehlen können an befreundete Unternehmen, an Kollegen. Die Frage nach der Kosteneffizienz stellt man sich natürlich als Unternehmer immer wieder, ob es sinnvoller ist, einen externen Dienstleister zu beauftragen oder aber eine interne Lösung zu finden. Diese klassische Make-or-Buy-Entscheidung stellt sich für uns an dieser Stelle überhaupt nicht, weil aus den schon genannten Gründen der interne Aufbau einer IT-Abteilung definitiv kostenungünstiger wäre. Wir sind mit der Arbeit extrem zufrieden. Wir können uns auf unsere Fähigkeiten, auf unser Geschäft konzentrieren. Die Frage, ob wir SKNet als IT-Dienstleister weiterbefehlen würden, kann ich uneingeschränkt bejahen und auch dahingehend bestätigen, dass wir dies auch schon getan haben.